Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Minecraft. Und ja, wir starten das Spiel. Und irgendwie die Musik zieht mich ein bisschen runter, die ist irgendwie ein bisschen traurig. Die zieht mich gerade voll runter, ich bin gerade voll langweilig. Aber die Musik ist jetzt zum Glück zu Ende. Irgendwie, meine Stimmung geht nach der Musik, die ich hier höre. Und wenn die so übelst langweilig ist, dann bin ich auch langweilig. Und gerade ist auch keine Musik. Weil ich, hä? Jetzt kommt neue Musik. Nein, die ist mir wieder zu... Nein? Ja, die ist in Ordnung. Die ist in Ordnung. Die ist komplett in Ordnung. So, einfach mal ein Brötchen zwischen die Kiemen hauen und yeah, weiter geht's. Das rockt. Das rockt wirklich. Yeah! Voll Metal-mäßig. Yeah! Ja, ich bin Metaler. Das glaubt man mir zwar nicht, aber ich bin's. Allein der Glaube dran zählt. Und Metal ist auch eine geile Musikrichtung. Das kann ich echt nur sagen. Das rockt irgendwie voll zu Minecraft. Yeah! Oh yeah, das passt zum, aber richtig zur Minecraft. Yeah! Im oberen Rahmen will ich eigentlich jetzt sicher auch wieder aus Holz machen. Dazu... Ach ja, stimmt, das ist mir gerade wieder eine tolle Idee eingefallen. Stimmt ja, das haben wir auch noch in der Kiste. Das brauchen wir jetzt eigentlich noch für das Haus da, aber... Erstmal können wir es ja ein bisschen verbraten, ne? Aber das wird nie mehr reichen. Da ist Gold drin. So, 6 Kohle durften hier auch erstmal genügen. Es sieht nur ein bisschen merkwürdig aus, aber es könnte noch interessant werden mit dem Gebäude hier. Und es soll ja auch nicht wunderbar toll aussehen, es soll ja eigentlich nur seinen Zweck erfüllen. Und da ist ja nun mal, toll, jetzt komme ich nicht mehr hoch. Ey, das passt zu bauen, die Musik. So komme ich hoch, genau. Oh yeah. Die Musik rockt zu Minecraft. Zu Minecraft. Zu Minecraft. Oh yeah. Bin der DJ. DJ Eiche. Naja, es sieht schon ein bisschen formidabel aus. Naja, es sieht schon ein bisschen geil aus. So. Ach ja, ich kann da echt gleich noch eine Tür machen. Wenn ich schon dabei bin. Tür, so. So, dann... Mal gucken, wie weit das jetzt schon ist. Okay, das kann eigentlich so gesagt auch noch weg. Und wer die alte Folge nicht gesehen hat und nicht und sich fragt, warum ich einen Mohlstein hatte, da unten ist ein Dungeon gewesen. Ich habe den sämtlichen Mohlstein rausgebaut und daraus habe ich auch schon was gebaut. Nämlich hier unten ist der bemooste Keller. Nicht der Killer, sondern der Keller. Wow, ich habe jetzt 11 Stück davon. Das dauert zwar ewig lang, bis du mal so ordentlich ein paar Stonebricks zusammen hast, ne? Und das Gold muss ich eigentlich auch mal in eine Werkstoffkiste tun, aber das kommt erstmal da rein. Eisen brauchen wir eigentlich auch noch wieder welches, aber ich glaube, das ist alles noch in der Kiste, in der Höhle drin. Hier haben wir Erde und Cobblestone drin? Warum ist da Cobblestone drin? Ich bin so zerstreut. Und warum ist denn Setzlinge da oben drin? Eis. Hier ist alles soweit in Ordnung. Setzlinge kann ich hier stacken. Das ist richtig gut. Die Scheiben brauche ich erstmal nicht.
Sand, Sandstein, verzaubertes Buch, Jolt, Federn, Morgenstern, Eisenschwert, Morgenstern. Da, das könnte am Resource Pack liegen. Die können ja auch Schriften jetzt enthalten. Jetzt ist die Frage, ob. Nein, ob. Nee, das. Das Steinschwert hat ja die Textur vom vom Morgenstern, deswegen behalte ich das Eisenschwert jetzt erstmal. Hier haben wir schon mal zwei Leder und hier haben wir ordentlich Setzlinge. Wie ihr sehen könnt, können. Den lege ich auch erstmal aus der Hand. An sich Holz haben wir noch irgendwelches da drin. Holztreppen werde ich definitiv brauchen. Holz. So. Haben wir auch kein Holz mehr da. Gut, dann werde ich Holz farmen gehen. Um die Zeit jetzt ein bisschen totzuschlagen. Wo gehe ich denn aber am besten hin? Da, wo es keinen stört, am besten. Genau, da hinten hin. Da stürzt keinen. Im Sumpf, da stürzt wirklich keinen. Da bin ich eh nicht im Sumpf großartig. Und hier wachsen auch die größten Bäume, von daher ist es eigentlich auch schon geritzt, wo wir hingehen, um zum Holz holen. Und hier könnten wir eigentlich uns auch mal Lianen mitnehmen. Lianen sind dann doch nicht so schlecht eigentlich, wenn man da mal paar hat. Und Blätter. Blätter. Viele bunte Blätter. Und davon definitiv noch ein paar. Jetzt haben wir nämlich gleich mal ein bisschen paar neue Items mit aufgesammelt. Die wir eigentlich dann doch irgendwann mal vielleicht mal gebrauchen könnten. Vielleicht irgendwann für irgendwann mal die Lilianen. Man weiß nicht, wann man die mal braucht. Aber eigentlich jeder Let's Player, der Minecraft gespielt hat, hat im Laufe seines Let's Plays zum Beispiel mal Lilianen verwendet. Von daher wird es eigentlich ganz englisch. Es ist auch sogar gut, dass wir welche haben in dem Sumpfgebiet. Das ist eigentlich gar nicht so schlimm, dass hier eins ist. Pilze haben ja auch sehr viel, also verhungern würden, täten wir erstmal nicht. Also ein paar Pilze mitnehmen. Aber ich glaube, man für eine Pilze braucht man zwei verschiedene Pilze. Und hier wachsen nur diese ein. Das ist ein bisschen scheiße. Aber besser als keine mitzunehmen. Und hier wächst überall was. Kühe, also Leder haben wir auch schon mal hier. Das ist auch schon mal sehr gut. Eigentlich alles sehr gut bis jetzt. Du bleibst am Leben. Du bist kein Evil Chicken. Du bist ein liebes Chicken. Du bist das Love Chicken. Resident Love. Nicht Resident Evil, sondern Resident Love. Love. Und ich werde mir irgendwann auch mal eine Residenz bauen. Die Residenz Evil. Genau. Klingt sogar geil. Ich hätte nie gedacht, dass das so geil klingt. Also Setzlinge haben genug. Wir werden nie out of Bäume gehen. Also out of Holz. Das Problem werden wir niemals kriegen. Also jetzt muss ich am besten irgendwie Erde, habe ich Miete, Erde, so, Erde, so, und dann bauen wir hier weiter. Mein letztes Brot. Eigentlich läuft sogar ganz gut hier mit dem Essen. Verpflegung technisch und rohstofftechnisch sind wir eigentlich schon gut bestückt. Vielleicht ziehe ich auch in diese Base hier um. Weil da habe ich immer hier frisches. Das ist einfach nur eine Notunterkunft, falls ich von irgendwelchen Reisen komme. Ich kann eigentlich erstmal oben bleiben wegen Schlafen. Genau. Du wirst erstmal untergehen. Also hier kommt definitiv eine Kiste rein. Kiste, Ofen. Und hier Kiste, Ofen. Crafting Bench werde ich irgendwo integrieren.
Ich weiß nicht, wo ich die integrieren werde. Vielleicht hier oben drüber. Genau, hier oben drüber werde ich ihn so integrieren. Oder ich mache irgendwo noch so ein kleines Regal irgendwie in die Mitte rein. Und dann so Crafting-Zeug, also so Handwerkzeug und Werkzeugkiste und so. Genau, bei einer Werkzeugkiste werde ich das machen. Da werde ich es so reinbasteln, dann stürzt auch nicht, weil das passt auch zu Handwerk, Werkzeug. Dürfte sogar eigentlich reinpassen ohne Probleme. Und hier beende ich auch wieder die Minecraft-Folge. Bis dann, ciao!